Und mit diesem Wasserbecken. Ich Ja, denke, vielleicht. uns allen wird gut zu Gesicht stehen, die Herrenreihe um ihren Segen zu bitten. Wenn ihr so geneigt wärt, die Zeremonie für uns zu leiten. Wenn wir irgendwen den Segen der Götter gebrauchen können, dann hier. Irgendwo. Ich finde es sehr vernünftig. Dann würde ich vorschlagen, teilen wir die Aufgaben auf. Zulamin, ihr werdet euch um die Einsegnung kümmern, nehme ich an. Ich werde mich der Statue widmen. Vielleicht können wir dieses widerliche Wasser aus dem Wasserbecken ablassen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber mal sehen. Dann würde ich sagen, das Wasser übernimmt Abelmir. Das ließe sich anstellen. Dann werde ich mich mit den Reliefs und den Fresken befassen. Ich kenne mich ja am besten mit Steinen aus. Dann werde ich mal sehen, ob von etwaigen Tempelschätzen oder Reliquien etwas übrig ist, das man vielleicht auf dem Altar herrichten kann. Ach, dann werde ich wohl einen Besen in die Hand nehmen. Irgendwo muss man hier anfangen. Ja, ich glaube, es ist erst einmal die ganz profane Putzarbeit in diesem Tempel nötig. Das mag nicht besonders heldenhaft oder heilig erscheinen, aber nun, der Dienst an den Göttern lehrt uns auch Demut. So könnt ihr wieder zurück durch zahlreiche Straßen, Gassen, Winkel in Richtung des Herzpunktes gehen. Es dauert viel zu lange, aber letztendlich erreicht ihr irgendwann Mitte des Tages wieder den blauen Palast und daneben liegend durch den Nebel leicht zu erkennen den Raya-Tempel. Sei der Zeit einen Schritt voraus, sonst holt Satinaf dich ein. Seht ihr, ich habe es gewusst. Es war doch die dritte links. Ich dachte, wir müssten einfach nur die Hauptstraße hinunter, aber das. Und seht ihr, so kriegen sie euch. Ja. Also, ich schwöre, das war zum dritten Mal die dritte links. Ich bin auch nicht überzeugt von euren Abkürzungen, Yalan. Nun, Kaffee, 3x3 sind 9. 9 ist Kors heilige Zahl, nicht? Da habt ihr natürlich recht. Da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Eine gute Abkürzung. Das wirkt jetzt aber sehr an den Haaren herbeigezogen. Voltax, lass Korn seine heilige Zahl in Ruhe. Ich sage nichts gegen Kors heilige Zahl, aber 3 plus 3 sind 6 und das ist ja nicht Kors heilige Zahl. Nein, das ist die der Perane. Siehst du? Ihr könnt wieder das Innere des Tempels betreten und seht euch in diesem Schlammsaal um. Wo soll man zuerst anfangen? Jeder kann mir, wenn er mag, eine Probe anbieten auf ein Handwerkstalent zum Reparieren des Tempels. Sehr gerne nehme ich auch Hauswirtschaft. Also ich kann dir anbieten Hauswirtschaft oder für das Herrichten des Altars vielleicht Götterkulte oder Liturgiekenntnis passt nicht, ich bin Priort. Gib mir eine Hauswirtschaftsprobe. Kommt drauf an, wie lange wir da jetzt sind. Ich würde dir Hauswirtschaft geben, erstmal um hier durchzufegen, ein bisschen sauber zu machen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, das ist ja relativ viel Arbeit, auch noch Sachen reparieren mit Zimmermann. Ausgezeichnet, dann nehme ich Zimmermann von dir. Jalan nimmt sich gleich den ersten kaputten Besen und das wird sicherlich auf den Rücken gehen. Aber nach einiger Zeit kannst du dann gemeinsam mit deiner verbliebenen Hand durchkehren und den Rest den anderen überlassen. Ich glaube, ich werde mir irgendwie so ein. Wie nennt man diese Dinger, die auf Altären rumliegen, diese Tücher? Die haben einen Namen. Könntest du so ein Tuch nehmen oder waschen? Altartuch. Ja, Zulamin steht derweil in der Mitte, versucht erstmal sowas anzufassen, aber irgendwann wird sie nur noch herumkommandieren, im besten Ton. Ich kümmere mich ja, wie gesagt, um die Reliefs. Dafür würde ich gerne eine Feuersteinbearbeitungsprobe würfeln. Ja, du siehst auch auf alle Fälle, dass in der Mitte das Pferd hat immer noch kein Gesicht. Ja, dann gucke ich mal. Eigentlich ist das wohl eher Steinmetz, aber lassen wir mal 5 gerade Ich kann sein. auch Steinmetz würfeln. Habe ich auch. Voltax hat alles. Was mit Steinen zu tun hat? Ja. Also ich kann auch noch. Kannst du gerne auch nochmal würfeln? Alles klar. Ich möchte eine Leiterkette bilden lassen, um diesen Pool da zu entleeren. Wartet, ich habe eine bessere Möglichkeit. Gib mir eine halbe Stunde. In der halben Stunde haben die Torwaller das leer. Trollzacker, jetzt sage ich schon Torwaller. Haben die das schon leer gemacht? Aber das war viel zu simpel. Voltax, seht ihr, wie hässlich sich der Stein verfärbt hat? Ich glaube, die Ja. haben einfach die Blumen auf dem weißen Stein verfaulen lassen. Das Nein, geht gar nicht mehr ab. das Seht liegt, ihr? das liegt an etwas anderem. Das, was du hier siehst, ist eine Ablagerung. Ich glaube, es ist der Kot von
Wahrscheinlich einem Seevogel. Trak stellt sich neben Rafim. Hey Bruder, er ist doch jetzt aktuell nicht der Kapitän, oder? Wir können es ihn auch trinken lassen. Wen, den da? Abelmir soll das Becken austrinken. Nein, er wird nicht das Becken austrinken. War nur eine Idee, warum? Bruder. Wenn seine Magie nicht funktioniert. Ja, aber wir tragen das hier jetzt einfach raus. Wir brauchen die Magie nachher noch, falls sie für Gina frech werden. Okay. Ich würde dann mal so eine Rattanwand auseinanderbauen und die einzelnen Bambusstäbe so einem improvisierten eine Rohrleitung bauen und dann so eine improvisierte Pumpe herstellen aus so einem Rädchen und einem kleinen Schaufelrad, keine Ahnung. Mechanik. Was möchte Rafim anbieten? Jetzt sag nicht Kriegskunst. Ich weiß nicht, worüber man Leiterkette bildet. Ja, habe ich natürlich nicht. Ja, biete mir ein anderes Handwerk an. Arztkunst? Warte mal, Handwerken habe ich abrichten. Die Torwart. Okay, haben wir die zurückgelassen? Wen? Du könntest doch ein paar Knochenflicken schneidern oder Lederarbeiten oder was vielleicht. Ich habe Lederarbeiten, ich hätte Fleisch, ich hab Holzbearbeitung, aber ich wüsste nicht, wie man da mal eine Leiterkette bildet. Ja, du könntest auf alle Fälle irgendwelche Lederskulpturen runterreißen, die von irgendwelchen Ferkiner darauf gehängt worden sind. Immerhin haben die Ferkiner hier lange Zeit auch gehaust. Oder vielleicht müsstest du die Leitern erst bauen. Das wäre dann Holzbearbeitung. Von mir aus nehmen wir Holzbearbeitung. Ja, so kannst du dich um Eimer kümmern, die dann nach und nach rumgereicht werden. Und Abelmir ist noch nicht ganz fertig mit seiner mechanischen Kunst, aber das Becken kann nach und nach geleert werden. Es ist unglaublich schlammig. Der Eimer, den du gebaut hast oder gefunden hast, er ist dann noch so ein bisschen löchrig, sodass dann eine große ekelhafte Spur in Richtung des Ausganges gebildet wird. Aber am Ende kann Abelmir den Rest abpumpen. Und vor allem diese ekelhaften Bröckchen noch mit rauspumpen. Seht ihr? So geht das. So macht man das. Wunderbar, Abelmir. Das mit diesen Algen gefällt mir überhaupt nicht. Gerade in dieser Stadt. Nun, wir uns darum kümmern. Wenn der Malmer weg ist, verschwinden die Algen. Ja, und wenn es erstmal trocken ist, kann man die Algen auch von dem Beckenrand kratzen, denke ich. Das ist ja richtig sauber geworden. Abelmir, gut gemacht. Ich sagte doch, ihr seid ein wahrer Sauberzauberer. Reine Mechanik. Gelernt vom Meister. Das ist eine Kleinigkeit für ihn. Ja, sind wir dann jetzt fertig mit Putzen? Ja, ich sollte nach Gebet sprechen, oder? Ich denke, wir haben einen guten Anfang gemacht. Wenn ihr noch ein wenig Zeit habt, dann würde ich mir noch ein wenig vor die Statue setzen. Naja, ihr seid die Visierer. Wir haben Zeit, wenn ihr Zeit habt. So funktioniert das in der Regel. Machen wir hier irgendwann eigentlich auch weiter? Der Rahmen da muss erneuert werden und mit der ganzen Westseite habe ich noch nicht mal angefangen. Ich denke, sich ein wenig in ihrem gefälliger Geduld zu üben, ist dir das Beste. Gareth wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Osbaran fiel aber an einem. Das ist tragisch, nicht wahr? Aber in der Tat, wir haben bestimmt noch ein bisschen Zeit, so 3-4 Wochen, wenn wir hier durch sind. Und dann können wir das Ganze zumindest provisorisch in Schuss bringen. Gut, gut. Übrigens, herausragende Leistung, Meister Abelmir, mit der mechanischen Konstruktion. Ja, nicht wahr? Ein tolles Werk. Findet ihr es nicht ein wenig übertrieben, wenn eine Eimerkette es auch getan hätte? Ach, ihr denkt viel zu simpel manchmal. Ja, Lan, er ist der große Sauberzauberer. Ich denke daran, Abelmir, dass er mir eine Hand aus Stahl versprochen hat. Stattdessen offensichtlich lieber Eimerkettchen baut. Nun, ihr habt mir noch nicht die Spezifikation geliefert, die ihr haben wollt. Naja, vermutlich eine Hand aus Stahl, denke ich. Ja, ich hab's euch doch gesagt, wie die Orkkriegwörter ran hatten. Ja. Ach, so etwas Simples. Oh, ihr könnt Feuersteine mit einbauen. Das habe ich auch schon einmal vorgeschlagen. Dann hat Jalan immer die Möglichkeit, ein Feuer zu entfachen. Ja, gut, wir haben weder Material noch Werkzeug hier. Was? Es lohnt sich wohl nicht, deswegen bitter zu sein. Ich weiß, ich habe angefangen. Seid ruhig. Was haltet ihr denn von einer Torsionswaffe als Hand? Eine, das klingt... Kleine, ja. Balestrina-artige Waffe.
andere soll mich niederschlagen, wo ich stehe. Oh. Auf Bolzen oder auf Kugelbasis? Ich dachte auf Grund der Größe auf. Er hat relativ lange Arme, da könnten wir auch Bolzen draus machen. Nur wäre dann kein Magazin drin. Wir könnten eine dreiläufige auf Kugelbasis einbauen. Mit rotierenden Läufen? Sehr, sehr interessant. Denk daran, dass Jalan auch essen muss. Es wäre vielleicht sinnvoll, einen Finger als Gabel umzugestalten. Dann kann er mit seiner Hand immer schön die Erbsen aufpieksen. Ich habe die Konstruktionsskizze schon vor Augen. Sobald wir hiermit durch sind, mache ich mich dran, diese zu zeichnen. Es wäre schön, dabei Hilfe zu haben, Meister Abelmir. Ja, ich denke, ich könnte. Ich mir schwebt auch etwas vor. Vielleicht ein auswechselbarer Arm. Ja, dann sagt es nicht, aber er bereut es. Aber er bereut es sehr intensiv, dich darauf angesetzt zu haben. Ja, du merkst, wie Rafim dir den einmal die Hand auf die Schulter legt. Also, bisher habe ich euch wegen dieser Hand ja nicht bemitleidet. Jetzt schon. Ihr habt die Verrückten am Arsch. Stellt euch einmal vor, einen Aufsatz für eine Gabel und einen für eure Torisionswaffe und einen für Feuersteine. Oh, da wird Jalan ganz aus dem Häuschen sein. Haben wir nicht eine Verabredung in der Arena? Ja, wir warten auch darauf, dass die Visierer fertig ist. Dann kommt, bildet kurz noch einen Kreis um die Statue. Immerhin habt ihr alle geholfen. Und Sulamin dirigiert sie dann so hin, dass wir im Kreis um die Statue stehen und spricht dann zu der Statue. Liebste Herrin, ich hoffe, wir konnten dir dein Heim ein bisschen angenehmer machen und dass du bald an diesen Ort zurückkehren möchtest. Halte deine schützende Hand über uns, solange wir in dieser verfluchten Stadt sind. Und ja, hilf uns, dass Janka wieder das werden kann, was es einmal war. Und dann verneigt sie sich noch kurz vor der Statue und meint dann, wir können gehen. Gassenwissen plus 10. Jupp, haben wir rein. Ja, Jalan wird vorgeschoben. Jalan schafft's nicht. Du gehst und trennst dich dann vom Raya-Tempel und dem Blauen Palast und irgendwann hattest du das Gefühl, in die richtige Richtung zu gehen. Kurz standest du auf dem komischen Bazar, dort, wo ihr wohl die zahlreichen Mordbuben niedergeschlagen habt, und du wendest deine Richtung wohl wieder nach, du hoffst, Süden, und dann siehst du vor dir wieder aufragen den Blauen Palast. Jalan, ich dachte, wir gehen nach Süden. Süden ist... Herr Praios ist immer da, wo er Herz ist. Und entsprechend ist Süden noch immer dort, wo er Herz ist. Ihr habt euch verlaufen, sagt es doch. Ja, ich habe mich verlaufen. Der Süden ist übrigens da vorne. Aber dieser verdammte Nebel, ich dachte, wir laufen die ganze Zeit nach Süden. Also ich könnte euch genau sagen, wo jetzt Gareth liegt. Nee, wir sind nach Osten gelaufen. Leider wollen wir nicht nach Gareth. Naja, aber wenn wir wissen, wo Gareth liegt, können wir uns in diesem Punkt orientieren. Wie können wir denn nur nach Osten gelaufen sind, wenn wir dreimal rechts abgebogen sind? Naja, weil wir nach Osten gelaufen sind. Der Süden ist da, da ist Norden, da ist Osten, da ist Westen. Ja, dann geh du doch voran. Aber Fim hat vollkommen recht. Ich mache jedenfalls niemanden einen Vorwurf, denn wie wir gesehen haben, beläuft man sich in dieser Stadt schon, wenn man nur 2 Meter über die Straße gehen möchte. Flüstererweise zu Diamantis. Ich bin nur froh, dass wir nicht im Hafen sind. Habt ihr ja auch dieses komische Gefühl? Ich könnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Also, irgendwie. Habt ihr die Uhr denn aufgezogen? Ich hatte sie schon 2-mal aufgezogen. Sie bleibt immer wieder stehen. Boah, habt ihr sie kaputt gemacht? Diese Uhr kann nicht kaputt. Die ist von Meister Leonardo. Das heißt nicht, dass sie nicht unzerstörbar ist. Sie kann nicht kaputt gehen, sie geht niemals fehl. Sicher. Also wenn wir sie in den Schlund werfen würden, würde sie nicht kaputt gehen. Das wird wohl nicht am Material liegen und der Feuchtigkeit hier in der Luft, oder? Pappalapapp, sie ist von Leonardo. Ja, und? Dann wird es wohl ein böswilliger Einfluss sein. Hatte Leonardo nicht auch eine Brücke gebaut, die mittlerweile kaputt ist?
Seht ihr, nur weil etwas von Leonardo ist, heißt es noch nicht, dass es unzerstörbar ist. Im Gegenteil. Nach allem, was man hört, hat Leonardos Schöpfergeist selbst uns ja verraten. Ach, das sind Gerüchte. Was? Ja, Sophie würde jetzt anfangen, nach Süden zu gehen. Ja. Gassen ist ein plus 10. Innerer Kompass zählt natürlich. Das habe ich gehofft. Mit wie viel? Ist ja variabel. Minus 7, ne? Nee, minus 7, glaube ich. Minus 7. Nö, ist echt mehr 7, nicht 5. Ist feste Erleichterung. Ach nein, es ist 12 auf dem Meer, oder? So rum war es. Genau. Das ist genauso, wie wenn ich meinen Weg des Dolches einsetzen würde. Hier ja, ich wusste, auf dem Meer war es mehr, aber ich dachte, es wären 5 und 7 und nicht andersrum. Damit ist es. Geschafft. Geschafft, ja. Also, du hast ja schon, ja. In den tiefsten Tiefen der Meere aber haust die tiefe Tochter. Denn das schwarze Wasser reicht vom Limbus bis in unsere Welt. Sie gebiert Tag für Tag neue Seeschlangen, um die Reihen ihrer unterseeischen Legion aufzufüllen, die im Kampf mit der ewigen Macht der Elemente steht. Aus schwarzem Golde sind ihre Festungen der Tiefe, in denen ihre viel tentakligen Diener Waffen für den Kampf gegen die Oberen formen. Die Zitadelle aber ist ein Strudel am tiefsten Punkt der Tiefen, wo giftige Muränen die Ammen und die lebende, niemals sterbende Nahrung der Kinder in der tiefen Tochter sind. So es dich aber nach dort verschlägt, wappne dich gegen das äonenlange Ersaufen und die Qual, nie wieder das Licht zu sehen und doch von ihm zu deinem eigenen Verderben angezogen zu werden. So erreicht ihr, geführt von Rafim, die große Arena. Mittlerweile zerfallen, aber belebt von zahlreichen Ferkiner, die ihr dort erkennen könnt. An dem Eingang vorbei könnt ihr die kleinen Stammeskrieger erkennen, die kleine Versammlung, die dort steht, und einige Ziegen, die dort angebunden sind. Und im Inneren nicht wirklich eingezäunt, sondern frei herum grasend laufend. Gras ist nicht wirklich viel, aber ein Pferd, was dort braun, verwildert steht. Etwas schlammig. Bis ihr begrüßt werdet von Jara bin Harasami. Ich möchte gerne davor noch Rafim zuraunen. Wie auch immer das hier ausgeht, ich werde den nicht heiraten. Und wenn er das nicht einsehen will, dann werden wir es ihm beibringen müssen. Oh, darf ich? Bitte. Wäre mir ein Vergnügen. Oh. Warum sieht Rafim aus, wie wenn er einen Straßenräuber trifft? Wie sieht Rafim denn aus, wenn er einen Straßenräuber trifft? Wie Rafim? Ah, so. Rashtula Akbar. Seid gegrüßt. Das ist also das Pferd, mit dem ihr Probleme habt? Ihr werdet das nicht bändigen können. Ihr habt das selbst versucht? Es ist das Pferd Legenden. Nicht nur ich habe es versucht, sondern zahlreiche weitere Krieger vor mir. Woher habt ihr das Tier? Es läuft in den Ebenen herum. Eines Tages hat es sich wohl hierher verirrt. Und wartet auf jemanden, der es zureitet. Einen Herrn. Vielleicht und, ein Gotteszeig. Und wenn Prophet. So ein Herr das Pferd zureiten könnte, was würdet ihr dann tun? Nun, es wurde geschickt von Rashtula. Denn Pferde sind die Tiere von Rashtula. Mhm. Wenn man es bändigen könnte, würde ich mich dem Herrn unterwerfen. So ist es Brauch. Aber Frauen können nicht reiten. Das weiß jeder. Nun, dann lasst uns einmal sehen, ob das Tier es zulässt, dass ich mich ihm nähere. Bei eurer Ehre. Ihr werdet in meinen Haaren genommen, wenn ihr es nicht schaffen werdet. Ich habe euch bereits gesagt, dass dies nicht geschehen wird. Und Zulamin geht ohne ein weiteres Wort an ihm vorbei und in die Arena hinein. Möchte jemand wetten? Während Jalan die Wetten einsammelt und mit großen Augen in die Richtung der anderen blickt, auch mit der offenen Hand, kannst du sehen und bist auf alle Fälle spüren, wie eine Ziege gerade deinen Wappenrock frisst. Wie? Ich gebe dem Vieh einen Tritt. Kann allzu fest, aber schon einen verpiss dich Tritt. Götter im Himmel. Neue Freunde?
Wisst ihr, das vermisse ich ja zu Hause gar nicht. Die ganzen Tiere, die an den ganzen Tag auf die Eier gehen. Ach, die Hühner. Die anderen, irgendwie erinnert mich die Ziege, naja. Wenn ihr jetzt sagt an euch, Bortax. Nein, an eure Frau. Ziegen treten an die Arlander ran und fressen den, das graue Gewand. Was soll das denn? Ihr scheint ein Händchen für sie zu haben. Ich werde einfach tun, was die Ehre gebietet und so, mich so benehmen, als hätte ich euch nicht gehört, ja? Habt ihr eure Kleidung mariniert? Nein. Oh, weil wir Seeleute sind, mariniert. Ha, ha. Der ist gut. Lässt das wohl. Folgen die mir, wenn ich irgendwie vorhin weggehe? Würfel mal eine Nachrichtenprobe. Okay. Mira frisst sie jetzt. Mira überhaupt hier? Ich habe gerade eben schon gefragt, ob wir keine Antwort bekommen. Okay, Mira. Neun Punkte. Du siehst, wie Mira die Zähne fletscht und wohl Yalan retten mag. Oh, Schatz, alles gut. Yalan kann auf sich selber aufpassen. Komm, wir gucken uns Sulamin und das Pferd an. Komm, mein Schatz. Mira schüttelt mit dem Kopf und beißt dir so ein bisschen spielerisch in den Arm. Oh, mein Schatz, oh, das ist der Arm. Ich hab doch meine Rüstung an. Ja, Rafim geht einfach voraus, in der festen Annahme, Mira würde folgen. Beim Thema Folgen. Folgen die Ziegen uns, wenn wir weggehen? Wenn überhaupt nur dir, aber jetzt, wo Mira gebrüllt hat, nein. Okay. Dann streichel ich Mira vorsichtig, da wo sie nicht so schnell hinbeißen kann, sag braves Mädchen, und springe dann einen Satz zurück, bevor Dinge passieren. Während Sulamin auf das unreitbare Pferd von Raya zugeht, kannst du sehen, wie es dir den Rücken zuwendet und dir die beiden Hinterläufe bzw. die Hufe zudreht und die Ohren anlegt. Wenn ein Pferd einem den Hintern zudreht, ist das keine gute Idee, denn die keilen aus. Aber Sulamin hält erstmal ganz großen Abstand, denn es ist ja eine Arena, das heißt, da ist genug Platz. Und greift in ihren Beutel und reibt sich ein bisschen geweihtes Rosenöl auf die Hände. Und sie geht dann schräg auf das Pferd zu, also eigentlich an ihm vorbei, so von der Blickrichtung her. Bemüht sich, sich zu entspannen, damit sich nicht womöglich ihre Angespanntheit und Aufregung auf das Tier überträgt. Und bittet Raja darum, ihr, einen Einblick in die Gefühlswelt von diesem Tier zu geben. Wieso es so ist, dass dieses Pferd niemand reiten kann. Und ich möchte eine Liturgie wirken. Und zwar Sulvas Gnade. Was tut die Liturgie? Diese Liturgie macht Folgendes. Und zwar erlaubt sie mir eine Verständigung auf der Gefühlsebene mit dem Pferd. Also ich weiß genau, was in dem Tier vorgeht. Ich kann seine Wünsche, Ängste und sonst was erkennen und beschwichtigen. Das ist der wichtige Punkt. Mein Talentwert auf Reiten und Abrichten proben erhöht sich um LKP Stern halbe plus 5. Ich überlege aber noch, ob ich das aufstufe, wenn ich die Erschwernisse gehört habe. Ist das noch die plus 10 hier? Und habe ich eventuell irgendwelche Erleichterungen? Also wir befinden uns hier nicht wirklich in einem Unheiligtum, auch wenn es Janka ist, aber ich gebe dir mal eine plus 7 für den Ort. Mhm. Dann haben wir noch die Sache mit den voller Ungläubiger und Zweifler. Das wäre die plus 3, so komme ich nämlich bei der 10 raus. Jein, ich gebe dir eine plus 2, weil sie ja schon an Raya als Gemahlin von Rastula glauben. Auch wenn es halt keine Göttin ist, sondern einfach nur die Frau. Das ist durchaus eine Göttin, aber okay. Also dann bin ich bei einer plus 9. Die Notlage ist da, sie ist nur nicht so akut. Nee, eine Notlage würde ich dir nicht geben. Notlage ist wirklich eine direkte, sofortige Notlage. Okay, gut. Dann könnte es noch ordnend ins Weltgeschehen eingreifen. Nee. Das ist zwar auf Janka bezogen, aber ja. Ja gut, dann spreche ich die auf.
Rashtul Akbar seht, wie die Frau versucht, das Pferd abzurichten. Lächerlich. Mal schauen, ob er diese Worte gleich noch rausbekommt, wenn sie auf dem Pferd sitzt. Habt ihr noch weitere Frauen, die ihr für mein Harem abgeben wollt? Ihr solltet. Ihr könnt ein bisschen auf die Schnauze kriegen, wenn ihr das unbedingt wollt. Rashtul Akbar. Ihr unterschätzt schon diese Frau. Da müssen wir euch keine anderen vorstellen. Auf jeden Fall zwei sehr schöne Bräute. Eine aus Eisen, eine aus Stahl. Die würde ich gerne kennenlernen. Ja, ich glaube auch, dass wir noch dazu kommen. Ey, Rafim, wird es wieder erwartend nicht klappen. Kann ich es ja auch nochmal mit dem Reiten probieren. Ich habe ja so ein Händchen für Tiere. Du kommst nicht mal auf das Vieh rauf. Och, das ist kein Problem. Erinnert ihr euch, wie ich vor ein paar Tagen auf dem Strauß geritten bin? Ja, den Strauß, auf den man euch raufheben musste. Das spielt hier keine Rolle. Erstmal eine Abrechenprobe, damit du überhaupt rankommst. Das Pferd tänzelt dir so ein bisschen zu, so ein bisschen schräg von dir weg, in so einem Kunstlauf. Und es sieht ein bisschen so aus, als ob es mit dir spielen würde oder dich verspotten würde. Du weißt es nicht genau. Doch, ich weiß es ganz genau, denn die Liturgie hat geklappt. Also, was empfindet dieses Tier? Warum benimmt es sich so, dass es niemand reiten kann? Es ist eine Prüfung von Raya. Okay. Das hat geklappt. Das heißt, Sulamin sieht sich dieses Getänzle an und lächelt, denn sie sieht das Spielerische darin und greift diese Bewegung auf und verlagert das Gewicht so von einem Bein auf das andere, so als wollte sie Fangen spielen und scheucht das Pferd einfach erstmal auf, so dass es ins Galoppieren kommt und im Kreis läuft. Und zwingt es dann durch ihre eigenen Körperbewegungen immer mal wieder die Richtung zu ändern, so dass es sich ein bisschen austobt. Also es sieht ein bisschen aus, als würde sie mit dem Tier tanzen. Und so kommt sie dann langsam immer näher ran. Und ja, das Pferd beruhigt sich dann auch und geht in einen lockeren Trab über. Ja, also alles, was du an Wildpferden so kennengelernt hast, das wird sich wohl alles kanalisieren in diesem einen Tier. Wie gesagt, ob es überhaupt ein Tier ist oder ein Avatar, du bist dir, wie gesagt, wirklich nicht sicher. Auch wenn Solvas Gnade geknappt hat, aber hier wirkt wohl gerade göttliches Wirken und verlangt dir diese Prüfung ab. Währenddessen wird Harasami dann auch weiter verspotten, wenn du dann ungefähr eine halbe Stunde dann mit dem Tier beschäftigt bist, es in der Arena hin und her treibst. Haha, seht, Rashtul Akbar, die Frau scheucht es durch die Arena, sie schafft es nicht. Lächerlich.